Wir machen weiter mit unserem Babylonian auf Gottheit bei Civ6. Willkommen, liebe Leute auf Twitch, nachher auf YouTube. Willkommen, Matsumanix, und willkommen jetzt auch Punisher. Hallo, ihr zwei. Hallo zusammen. Schönen guten Abend. Sehr schön, wir machen irgendwann los. Hier wollten wir draufziehen aus das Bonusdorf und machen es jetzt nicht, weil wir Angst haben, dass ein Heureka drinstecken könnte. Unwahrscheinlich, ich behaupte ja immer, dass es wahrscheinlich so ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man Heureka aufdeckt durch ein Bonusdorf, geringer ist, wenn man auf Gottheit spielt. Ich weiß es nicht genau, aber ich weiß, es war bei früheren Civ-Spielen so, dass halt die besonders attraktiven Belohnungen in den Bonusdörfern mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit vorhanden war, je höher der Schwierigkeitsgrad war. Und ich vermute mal, das ist hier auch so. Ich weiß es aber nicht genau. Aber ich setze gerne Gerüchte in die Welt. Hey, wir sind im Internet. Kann man gerne behaupten. Kann nie falsch sein. Eine Runde weiter. Immer weitermachen, Leute. Fünf Runden noch. Wie viel brauchen wir fürs goldene Zeitalter noch? Sechs. Sechs Zeitalterpunkte in fünf Runden. Ein dickes Weltwunder kommt noch und wir haben Möglichkeiten. Hier erlöscht ein Feuer. Hier wütet ein Unwetter. Wir haben die Handelswegkapazität erhöht und hier brauchen wir mehr Wohnraum in Buddenauge. Wie gut es ein Hafen schon im Bau ist. Und wir da auch einen Leuchtturm mit an hinsetzen können. So, in süßer Hoffnung, Handwerker fertig. In drei Runden könnten wir sogar noch einen fertig machen. Ich glaube, das machen wir auch. Das ist eine gute Idee. Das wird jetzt durchgezogen. Fabrik würde uns natürlich noch mehr helfen, weil mehr Produktion, und nicht nur hier, auch aller Orten, in allen Stadtzentren drumherum. Vielleicht gleich danach eine Fabrik eingestellt. Aber die Handwerker, die will ich jetzt mal auf Vorrat hier haben. Wir wollen ja auch viel Wald pflanzen gleich. Sobald wir die entsprechende kulturelle Errungenschaft freigeschaltet haben. Leuchtturm steht. Bratapfel hat endlich genug Wohnraum. So muss es sein. Sehr fein. Nächster Schritt. Produktion ist nicht so hoch hier. Insofern könnten wir das mit dem Handwerker in der Zeit knicken. Händler ist immer möglich. Wir brauchen ja auch viele Händler. Hatten wir noch Pins gesetzt? Ja, hier in Pin für einen Wasserpark. Da müssen wir noch das Feld dazu kaufen. Im Augenblick sammeln wir für ein... Hey, wir sammeln für ein Panzerschiff. Das können wir doch jetzt machen. Ich glaube, haben wir schon genug Geld für ein Panzerschiff? Nein. Oh Gott, drei Runden noch. In drei Runden können wir uns ein Panzerschiff leisten. Mutmaßlich. Vielleicht machen wir vorher noch irgendeinen Deal. Sollen wir mal gucken, ob wir mit irgendjemandem noch Geld dealen können. Ob wir irgendjemand Eisen andrehen können oder Pferde oder was auch immer. Wir gehen einmal gucken. Einmal gucken. Ressourcen. Ja, wir gehen direkt hier schauen. Wir könnten Eisen an keinen verkaufen, Pferde an niemand verkaufen. Und Salpeter könnten wir verkaufen, das machen wir aber nicht. Haben wir selber auch nicht so viel. Das wäre ja doof. Und Kohle wollen wir im Moment nicht verkaufen. Würde uns mutmaßlich mal viel bringen. Können wir gleich mal checken. Und ansonsten hier unten. Zucker. Gucken, ob jemand Zucker oder Marmor andrehen kann. Zucker exportieren wir bereits an Gandhi und an Perikles. Das heißt, Zucker könnten wir höchstens verkaufen an Sondok und an Sie wird das ge... Ach, die hat kein Geld. Die ist so pleite. Sie würde uns 6 Gold, 30 Runden geben und einmal 10 für einen Zucker. Sie wollte uns ja selber erstmal nicht angeben, weil ihr das zu wenig erscheint, aber ich finde das okay. Wir können die offenen Grenzen noch draufpacken. Wir können auch noch eine Stadt draufpacken. Ach nee, das will sie nicht, wer hätte das gedacht. Wir können noch ein großes Werk verlangen. Wir können eine Heldenreliquie verlangen. Können wir die selber ausstellen? Können wir eine fremde Heldenreliquie ausstellen? Ja, das können wir tatsächlich. Mhm. Oh, was haben wir davon? Wenig, ein bisschen Glauben, aber das machen wir nicht. Also offene Grenzen und den ganzen Rest. Wir könnten gucken, ob wir noch ein bisschen Salpeter, ob sie Salpeter drauf... Ja, macht sie.
kaufen wir nochmal 8 Salpeter. 8 Salpeter, 6 Gold für 30 Runden, einmal Zucker rüber, offene Grenzen und Geld. Ist doch okay. Würde sie auch Gunst, sie würde auch Gunst verkaufen. Ich glaube, wir nehmen eher Salpeter. Ich würde das so machen, Matsumanix. Und du? Ich finde, das ist ein sehr spannender Deal und würde das auch so machen. Ein verlockendes Angebot. Korea stimmt zu und wir es recht. Bei Tomyris habe ich es nicht mehr genau im Kopf. Wir gehen immer kurz gucken. Ja, 4 Gold für 30 und einmal 7 machen wir auch. Alles gut. Prima. Gern geschehen. Und dann war noch eine weitere Ressource da. Das war Marmor, wenn ich mich richtig erinnere. Können wir auch an alle verscherben. Bekommt jemand von uns Marmor im Moment? Im Moment bekommt Perikles von uns Marmor. Wir kaufen einen Marmor, haben ihn auf dem Papier null übrig, aber wir haben bekommen dann welche durch Stadtstaaten. Ein bisschen riskant, aber auch verlockend. Wir schauen mal, was unsere Marmorquellen im Detail sind. Also wir bekommen... Zwei haben wir selber, eins exportieren wir und von irgendeinem Stadtstaat bekommen wir einmal Marmor. Wir können im Prinzip einen weiter verscherbeln, wir müssen uns aber sicher sein, dass wir in diesem Stadtstaat wirklich länger noch bleiben und Suzerän sind. Hier ist es. Das ist Wolin. Hier sind wir Suzerän. Und Gandhi ist direkt hinter uns. Dann würde ich Marmor erstmal nicht verkaufen. Würde ich erstmal lassen. Haben wir hier links ein Gebiet, wo wir Marmor dazu bekommen in Kürze? Nein. Haben wir im Osten eines, wo Marmor in Kürze dazukommt? Auch nicht. Ich würde Marmor weglassen. So, gucken wir hier mal rein. In Bratapfel Leuchtturm steht, da waren wir eben schon, bringt mehr Wohnraum, freut uns sehr. Nächster Schritt. Wir hatten gesagt, einen Händler eventuell oder einen, hier kommt der Wasserpark, das ist ja der Wasserpark eigentlich hin, dafür müssen wir aber ein Feld kaufen. Für einen Handwerker reicht zeitlich nicht, wir packen einen Händler rein. Hier vorne, süße Hoffnung. Auf geht's. Kohle hier unten. Das ist super wichtig. Dann er fährt Richtung nach links. Und obwohl es wie ein Umweg aussieht, setze ich ihn einmal auf ein Ozeanfeld. Für den Fall, dass hier irgendein altes Barbarenschiff kommt, was nur auf Küste fahren kann und uns hier kidnappen würde. Auf Ozean geht das dann nicht. Und hier können wir jetzt die Angriffe durchführen auf diesen Apostel. Das ist ein Disputant, das ist ein Disputant. Die haben also plus 10. Wir müssen den dreimal angreifen. Der hier, Flankierungsbonus plus 2. Wenn, oh, Flankierungsbonus, achso, damit wir den Flankierungsbonus komplett nutzen, müssen wir einen Apostel noch dazu ziehen. Ne? Das heißt, wenn wir den zum Beispiel eins nach außen ziehen würden, und den hier hin, einmal hier, ist jetzt sehr riskant, reicht aber.
Und der profitiert jetzt von, der hat jetzt den doppelten Flankierungsbonus plus 4, weil er in der Mitte steht. Das ist schon cool. Der einzige Apostel von uns, der kein Disputant ist, hat ihn letztlich in Grund und Boden disputiert. Die anderen waren nur seine Bodyguards. Die haben den trainiert. Die haben dem gesagt, hier, komm, wir zeigen dir, wie man richtig gute disputiert. Wir bringen dir das bei. Wir stellen uns links und rechts von dir auf und du darfst in der Mitte stehen und dann schwingen wir die Bibel und es geht zack und zack und zack und du in der Mitte, du hast dann den finalen, darfst dann das finale Argumente setzen, das den Gegner durchbohrt. Irgendwas in der Art. Ein Bratapfel ist ein Marmorvorkommen. Ja, aber das hilft uns gerade nicht weiter. Was willst du? Ja. Das ist schön, aber es hilft uns im Moment nicht weiter. Ich habe das eben schon gesehen, Blechwalze. Hat es das nicht eben schon mal gepostet? Ich weiß gar nicht genau. Aber das hilft uns jetzt gerade nicht weiter. Wir sparen im Augenblick Geld für einen Panzerkreuzer. Wir können die Geländefelder nicht dazu kaufen. Deshalb machen wir das nicht. Wir sparen Geld für einen Panzerschiff, genau. Er setzt wieder eine Runde aus. Mit ihm hier gehen wir noch ein Stückchen weiter vor. Und in Themistokles, mit Themistokles ziehen wir noch ein bisschen weiter. In welche Richtung? Jetzt wollen wir mal die Gandhi-Küste aufdecken. Eine Runde weiter. Haben wir denn alles gedacht, Matsumanix? Ich denke ja. Das denke ich auch. Eine Runde weiter. Hier kommt schon der nächste Apostel runtergerannt. Da kommt er. So. Goldbelohnung! Ja, wofür? Was? Achso, wir hatten einen Punkt. Ich glaube, wir hatten ein Gold geschenkt. Wir waren die Einzigen, die am Notfall beteiligt waren. Silber Perikles, Dr. Perversikles. Niemand hat den irgendwie leiden können. Wir auch nicht, aber wir haben es nicht öffentlich gezeigt. Wir haben ihm ein Gold, glaube ich, geschenkt und haben für den Einsatz von einem Gold 2 Diplomatie-Siegpunkte bekommen. Ich glaube, Matsumanix, das ist ein guter Deal. Ein Gold, 2 Diplomatie-Punkte. Ist das ein guter Kurs? Besser kann man es, glaube ich, kaum machen. Ja, finde ich auch. Müssen wir uns nicht verschämen. 2 Diplomatie-Siegpunkte. Die Silberbelohnung bekommen wir die auch mit den 100 Gunst. Nee, wir sind die Einzigen, die daran teilnehmen, ne? Deshalb bekommen wir, glaube ich, nur Gold, oder wie war das nochmal? Genau, aber wir bekommen jetzt tatsächlich auch die 100 Diplomatie-Gunst. Meine ich, müssten wir es auch bekommen, tatsächlich, weil wir ja immer noch unter den ersten 25% sind. Aber die Bronzebelohnung nicht, denn dafür müssen wir unter den Zweitbesten sein. Das sind wir nicht. Deshalb haben wir jetzt 100 bekommen, aber nicht 150. Genau. Hoffen wir, dass wir es richtig verstanden haben. Wie sieht es aus im Diplomatie-Sieg? Skütchen in Führung. Wir haben aber auch schon 5 und die haben auch nur 6. Dann hier vorne. Schon wieder ein Barbarenschiff. Gut, dass wir hier einen Apostel haben. Feuer frei! Ein Apostel, einen Ambroschützen haben. Das sind gut platzierte Armbrustbolzen. Übermächtig. Die können ganze Schiffe versenken. Mit Armbrustbolzen große Schiffe in Grund und Boden schießen. Das muss man erstmal hinbekommen. Andere Leute brauchen dafür Katapulte, Ballisten, Spione, Blitzeinschläge von Göttern, die man angerufen hat. Wir brauchen nur ein paar Armbrustbolzen. Wir sind echt cool drauf, Herr Babylonier. Oder? Super cool. Genau so ist es. Handwerker steht. Noch ein Händler. Was wären die anderen Möglichkeiten? Banken demnächst. Genau, aber wir machen das mal so. Ein Händler. Vardavas, Handwerker steht.
Versammlungshaus wäre verlockend, weil sehr viel Glauben. Was auch verlockend wäre, wäre endlich mal ein archäologisches Museum. Pins, ein Pin für ein Wasser. Können wir im Augenblick noch nicht. Demnächst nochmal das hier. Ja, archäologisches Museum oder Versammlungshaus. Also wenn wir wirklich auf unsere Spiel... Danke, Gary. Halbes Jahr abonniert. Hallo, Gary. Sehr lieb. Danke zurück. Danke, dass du Danke sagst und danke zurück an Gary für deine Treue. Wenn wir bei unserer Taktik, apropos Treue, treu bleiben, dass wir wirklich auf den Forschungssieg hinwollen, dann ist das zwar okay mit dem Archäologischen Museum und das abzugreifen. Archäologen bringen uns Kultur, wir können die Geländefelder, wo die Artefakte drauf sind, freiräumen. Aber es bringt uns eigentlich im Modus Helden und Legenden mehr das Versammlungshaus, die Produktionen, die drin stecken und die Glaubenspunkte. Wir gehen einmal aufs Versammlungshaus und im nächsten Schritt in 7 Runden. Dann gucken wir weiter. Dann können wir da oben ganz viele Wälder pflanzen und so weiter. Hier geht es Richtung Osten, Richtung Westen. Hier waren irgendwo Barbaren, die gibt es nicht mehr. Ein Unwetter klingt ab. Ein Feuer ist erloschen. Der Wettkampf ist abgeschlossen. Wir haben eine Belohnung bekommen. Wir brauchen mehr Wohnraum in... Genau so ist es. Das können wir aber so lassen. So, da wollen wir ein bisschen loslegen. Nächste Brücke kommt weit. Wir hatten gesagt, wir brauchen hier eigentlich erstmal keine Modernisierung. Weil der hier, der ist ja schon angekommen, der macht hier das Sägewerk. Das Sägewerk war, glaube ich, für bittere Wahrheit gedacht. Und das läuft hier auch sehr gut. Wir könnten hier nochmal eine Honigressource anschließen. Die bringt uns auch viel Gold. Gold können wir gebrauchen, handeln können wir die nicht. Ne, wir haben hier noch den Stein unter anderes, aber wir haben gar nicht so viele Bürger hier. Wir könnten von süßer Hoffnung aus, da können wir die bewirtschaften. Das macht Sinn. Okay, bin schon überzeugt. Dann schicken wir den hier unten hin. Und den schicken wir hier hin. Hier wollten wir ein Sägewerk bauen. Und die heilen hier nicht. Der würde hier heilen, aber nicht schnell. Die sind leicht angeschlagen. Wir können mal gucken, ob wir den auch noch klein kriegen. Das sollten wir eigentlich auch schaffen, wenn wir geschickt pokern. Das ist ein Disputant, das ist ein Disputant. Mal überlegen. Es muss auch mit hin. Es hat noch 3. Wie gut sind die Straßen? 0,75. Eine Straße hier. So. Wer ist von den beiden der Stärkere? Ich glaube, die sind gleich stark. 77. 79, das ist der Stärkere. Der greift einmal an und er ist auch deshalb stärker, weil er doppelten Flankierungsbonus hat. Immer mit dem Stärksten zuerst angreifen. Dann wird der Feind geschwächt und kann uns dann im Gegenangriff im Konter mit den folgenden Einheiten weniger Schaden zufügen. Einmal.
Das ist ein Disputant. Nimm das! Zweiter Apostel der Hinduisten gekillt, disputiert. In Grund und Boden disputiert. Ach, gekillt ist so ein hässliches Wort. Wir haben ihn motiviert, den Märtyrertod zu wählen. Nein, er ist, glaube ich, vor lauter Scham, weil er bei den Disputen nicht gut dastand, ist er danach zusammengebrochen. Er hat sich geschämt, er hat gesagt, oh Gott, ich verliere meinen Glauben. Das sieht so aus, als wäre der gestorben. Der ist nicht gestorben, der ist quasi spirituell zusammengebrochen. Er hat sich so geschämt, dass er den Disput verloren hat, dass er danach gesagt hat, ich wechsle den Beruf, ich werde Hausierer, Makler, Hausmeister, Wäschefee, was immer das auch ist, oder wie auch immer, irgendwas in der Art. So stelle ich mir das vor. Er ist vom Glauben abgefallen, meint Smarty, und Käse meint, er ist in den Himmel hinaufgefahren, er hat ein Upgrade bekommen. Alles Mögliche. Ein weiterer Handwerker. Mit ihm können wir richtig viele coole Sachen machen. Erstmal neue Bürger auch generieren. Haufenweise. Aber erst holen wir mal hier ein Sägewerk. Zeitalterwechsel in 4 Runden. Immer noch fehlen 6. Einmal. Alles mal erkunden mit unserem Admiral. Küste langfahren, solange hier kein Wald ist und kein Hügel, ist die Sicht ins Innere nicht versperrt. Und hier, wenn wir die Küstenlinie langfahren, können wir ganz weit reinblicken. Wären hier Geländemerkmale, die uns die Sicht versperren würden, dann könnten wir auch mal geradeaus fahren. Eine Runde weiter. Tja, da hast du recht, Professor Pantera. So redet man mit den Hindu-Gläubigen, wie Professor Pantera es vormacht. So haben die wahrscheinlich disputiert eben. Hey, Hindu, du redest von heiligen Kühen. Komm her, ich zeig dir einen richtigen heiligen Bullen. So wird's gewesen sein. Und bei der Gelegenheit, es passt so gut einfach. Es passt so gut. Preiset ihn, kann ich nur wieder sagen. Preiset ihn. Preiset bitte den heiligen Bullen. Preiset den heiligen Bullen. Er hat auch mehr drauf als eine heilige Kuh. Ernsthaft. Ich finde das auch nicht kuhfeindlich, ich finde das nur hinduismusfeindlich. Preiset ihn. Preiset den heiligen Bullen. Preiset ihn. Preiset ihn. Huldiget ihn. So. Hier wollten wir ins Wasser, ne? Nee. Eine Runde weiter. Wieder eine Runde weiter. Ja, eine Runde weiter. Oh, Gandhi hat den Held Sun Wukong beansprucht. Darling, so nennen wir ihn ja. Gandhi heißt bei uns zärtlich Darling. Käse fragt im Chat, wie steht die Religion des heiligen Bullen eigentlich? Abgesehen von sanitären Einrichtungen, der Medizin, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen, was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan? Herzlich wenig, finde ich. Wie steht die Religion des heiligen Bullen, fragt Käse, eigentlich zu einem guten, leicht blutigen Rindersteak, ablehnend. Die wahre Bullisten, lieber Käse, essen grundsätzlich allerdings sehr gerne und in Unmengen Käse und auch gerne leicht blutig. Sanitätsversorgung, ab jetzt, interessiert uns nicht, Spezialmodernisierung, die wir nicht haben, geben mehr Wohnraum. Sanitäter hilft bei Kämpfen, eine Begleitungseinheit, die Einheiten heilt. Parlamentsgebäude baubar, super wichtig, wenn man einen Diplomatie-Sieg haben möchte. Ansonsten gut, aber nicht zwingend, können wir auch weglassen.
Wir gucken mal. Also wenn wir irgendwann nachher mal ein Däumchen drehen würden, wenn wir sonst nichts zu tun hätten. Aber wir haben ja genug zu tun. Handelsdistrikte bauen, Häfen bauen, Gold scheffeln, archäologische Museen bauen, weil überall diese Artefakte uns den Weg versperren. Forschung betreiben, Campusdistrikte, Universitäten und so weiter und so fort. Glaubenspunkte sammeln für die Helden. Wir haben genug zu tun. Wenn wir irgendwann mal das Gefühl haben, wir drehen Däumchen, dann können wir ein Parlamentsgebäude bauen. Und Kanalisation bringt uns auch mehr Wohnraum. Ein Gebäude, das ich erschreckend selten baue, die Kanalisation Mazumanix, weil ich finde, dass es in dieser Epoche mit den plus zwei Wohnraum fast schon zu spät kommt. Ja, wir haben ja die Wohnviertel jetzt auch demnächst freigeschaltet und die bringen halt auf einmal tendenziell mehr. Das ist, in manchen Spielsituationen ist es sinnvoll, vielleicht nochmal die Kanalisation schnell dazu zu bauen, weil man dann kein Geländefeld dafür aufgeben muss. Aber eigentlich finde ich die Wohnbezirke cooler. Ja, das sehe ich genauso. Also Held Sun Wukong ist jetzt bei Gandhi. Schauen wir uns gleich mal an. Bringt ihm, das ist die Stealth-Einheit, die furchtbar lange lebt und die überall die Fortbewegungs-Mali ignoriert, überall hin und her flitzt. Man sieht ihn erst dann, wenn man direkt neben ihm steht, und er ist ein recht passabler Kämpfer. Sun Wukong. Das heißt, wenn wir ihn irgendwann mal angreifen würden, dann hätten wir im Moment ein Problem. Lebensdauer 50 Runden, Mazumanix, das ist schon ziemlich lange. Also wenn wir irgendwie mal innerhalb der nächsten 50 Runden der Meinung wären, wir müssten gar nicht zwingend angreifen, weil er uns sonst einen Hindu-Religionssieg reinwirkt oder was anderes, dann hätten wir ein kleines Problem an der Backe. Ja, allerdings. Also da hätten wir tatsächlich dann einen Held, der wahrscheinlich noch gegen uns kämpfen wird. Dann müssen wir dann mit unseren Helden im Zweifelsfall gut gegenhalten können. Eine Beförderung. Nein, wir können ihn befördern, den Armbrustschützen, und ab dann kann er aber nicht auf Schiffe besser schießen, oder? Doch, plus 10 Kampfstärke beim Besetzen einer Modernisierung, die Verteidigungsstärke bietet. Einer Modernisierung, nicht eines Bezirkes. Das heißt, ihn hier verbessern würde nichts bringen, wenn er in der Festung stehen würde. Das ist ja so eine Geländemodernisierung. Dann hätte er dann mehr Kampfstärke. Aber in der Stadt glaube ich nicht mal zu mal nix. Tatsächlich auch in der Stadt. Es gilt in einer Modernisierung, die Kampfstärke bietet oder Verteidigungsstärke oder einem Bezirk. Und die Stadt zählt ja auch als Bezirk. Wie peinlich. Ich habe die letzten Worte nicht gelesen. Ich habe am Schluss schon, nach der Mitte abgebrochen. Ja, dann lass uns das machen. Der steht ja drin. Das ist quasi unsere zweite Stadtmauer. Finde ich auch gut. Dafür, er braucht auch viel Power, um nachher auf die Karavelle feuern zu können. Und das wiederum bedeutet für uns, dass wir den etwas früher an Land bringen. Auch jetzt schon. Die Karavelle kann den nicht kapern. Einmal hier an Land, bitte. Oh Gott, da kommt gleich das nächste Schiff. Hier muss irgendwo ein furchtbares Nest sein. Wo könnte das denn bloß sein, das Nest? Wenn wir das bloß schon aufgedeckt hätten, dann könnten wir Truppen rüber schicken und dieses Barbarencamp ausheben. Neue Forschung. Das schalten wir gleich frei. Den Bonus bekommen wir nie und nimmer, die Ballistik. Ich glaube nicht, dass wir zwei Festungen bauen werden. Könnte man machen, machen wir aber nicht. Die Banken bekommen wir so gebaut. Wunder. Das bekommen wir gleich geschenkt. Das bekommen wir sicher auch so. Wunder des Industriezeitalters. Taj Mahal ist, glaube ich, Renaissance, ne? Ich glaube ja. Das habe ich tatsächlich im Kopf. Also das ist ein Industriezeitalter, in dem wir jetzt gerade sind. Sind wir gerade im Industriezeitalter? Wir sind im Industriezeitalter. Dann sollte das auch mit dazugehören. Wir gucken einfach mal kurz nach, Taj Mahal. Ach so, baut man ein Wunder im Industriezeitalter, also nicht ein Wunder des Industriezeitalters? Bist du dir sicher?
Nein, nein, ich bin da jetzt nur drauf gekommen, weil ich mir vorab ein bisschen angeschaut habe, wie wir bei den Zeitalterpunkten dastehen. Und wenn wir ein aktuelles Wunder bauen, was noch aus der aktuellen Epoche ist, dann bekommen wir mehr Zeitalterpunkte, als wenn es so ein altes Wunder ist. Würden wir jetzt noch die Pyramiden bauen, die kosten ja nicht so viel, dann würden wir nicht so viele Zeitalterpunkte bekommen. Und deshalb war ich mir sicher, dass das Taj Mahal zur aktuellen Epoche mit dazu gehört. Also Taj Mahal ist ein Weltwunder der Renaissance. Gerade nachgeguckt, und das bedeutet, wenn wir das Heureka haben wollen für die Luftfahrt, dann löst das, der Bau des Taj Mahals ist, löst nicht dieses Heureka auf. Man braucht halt ein Wunder des Industriezeitalters oder später. Wahrscheinlich bauen wir irgendwann eins. Luftfahrt ist schon cool. Also ich würde sagen, wir könnten entweder auf die zwei Festungen gehen und die Ballistik. Man kann natürlich auch mal einen Militärpionier bauen und schnell zwei Festungen bauen. Das geht eigentlich flink, ne? Also nur mal sicher wäre eigentlich Luftfahrt, falls wir doch nicht ein Industrie, falls wir doch nicht ein Wunder bauen, Industriezeitalter, ne? Ja. Aber die Freibeuter, die brauchen wir ja auch nicht. Aber das Wunder ist... ist irgendwie, wir können ja mal gucken, was für Wunder anstehen hier. Wunder Industriezeitalter oder später, zum Beispiel... Eiffelturm. Mehr Anziehungskraft. Brauchen wir? Nein. Was gibt es sonst hier noch an Weltwundern? Die kurz vorher. Big Ben ist vermutlich schon weg. Gucken wir uns gleich mal an. Parlamentsgebäude haben wir gerade verschmäht. Panama-Kanal brauchen wir nicht. Ruhrgebiet hatten wir... Wie war es mit dem Ruhrgebiet? Weißt du das noch? Haben wir das schon eingezeichnet, geplant, gebaut? Das Ruhrgebiet, meine ich, hatten... Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass wir es bei den Galliern definitiv eingezeichnet und gebaut haben. Ich glaube hier tatsächlich nicht. Niemand baut das Ruhrgebiet und niemand besitzt es. Das wäre schon ein cooles Weltwunder. Eines unserer Lieblingsweltwunder, weil unfassbar produktionsstark, und Produktion ist einfach die Schlüsselressource, um alles abzugreifen. Bei den Galliern haben wir das Ruhrgebiet gemacht. Ruhrgebiet, 20% mehr Produktion in der Stadt, für jede Mine, jeden Steinbohrer eine mehr, muss an einem Fluss stehen und daneben muss ein Industriegebiet mit einer Fabrik stehen. Flüsse und gibt's hier zuhauf. Halten wir mal Ausschau. Süße Hoffnung. Hier sind kaum Industriegebiete, es lohnt sich hier nicht. Weil dieser extra Bonus hier mit den wir für jede Mine jeden Steinbruch, das sollte man auch eine Stadt haben, damit der Bonus voll greift, wo viele Minen und Steinbrüche stehen. Das gilt nicht für Süße Hoffnung und auch nicht wirklich für Babylon. Das könnte gelten hier oben vielleicht für Uruk, aber wir leben mehr von Sägewerken als von Minen hier. Das ist alles so minentechnisch und steinbruchtechnisch bei uns echt nicht so super cool. Das ist alles eher doof bei uns. Wir haben keine Stadt, die so total minen- und steinbruchmäßig drauf ist. Keine eine. Ich lasse uns mal alle Minen anzeigen vom Programm. Wo sind die meisten grünen Flecke? Bittere Wahrheit ist mal winzig klein, 7 Bürger nur. Das ist alles sehr dürftig. Am meisten noch in bitterer Wahrheit, aber nee. Das haut mich alles nicht so vom Hocker. Wir haben keinen guten Standort dafür. Wir können natürlich nur uns nach den 20% orientieren, aber das alleine motiviert mich nicht so zum Bau eines Super Deluxe-Wunders. Wir können natürlich auf anderen Hügeln, wo im Augenblick keine Mine draufsteht, Waldroden, Regenwaldroden, Minen draufsetzen. Das können wir machen, aber das ist alles nicht so hügelig hier. Macht so mal nix. Das stimmt, das ist dann eher schwierig und lohnt sich dann nicht so groß, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir das Ruhrgebiet diesmal nicht bauen. Obwohl das für den Forschungssieg cool ist. Wir könnten alles nach Hügeln absuchen, ist eine Idee von Jim Rayner im Chat. Ah, hier stehen teilweise schon Bezirke. Wassermarsch, 9 Bürger. Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen.
Da könnte man rauf, hat viel, relativ viele Bürger. Man kann, aber steht nicht, ist nichts mit Fluss. Ist kein Fluss. Das ist eine Bauvoraussetzung. Ist eher kein Fluss. Zumindest nicht innerhalb der ersten drei Ringe. Das hier. Und das Industriegebiet muss nur daneben stehen. Das ist auch nee. Hier sind ein paar. Biowolf lebt. Fluss ist da. War da was? Hier stehen teilweise auch Bezirke auf den Hügeln drauf und das ist schon drüben. Wir haben keinen wirklich guten Platz. Ich glaube, ich würde es weglassen. Was meinst du? Ich glaube, ich würde es tatsächlich auch weglassen. Also wenn sich das nicht wirklich lohnt, dann ist halt immer die Frage, was macht man in derselben Zeit? Und ja, hier sehe ich das jetzt nicht wirklich so, dass sich das so toll lohnen würde. Da könnten wir uns noch auf den Big Ben kaprizieren. Suchen wir den mal, ob der schon irgendwo steht. Nee, das ist schon realistischer. Big Ben, eine Wirtschaftspolitikkarte, ist immer super gut. Kann man immer was machen mit Wirtschaftspolitikkarten. Extra Nachbarschaftsboni, also Verdopplungen von Nachbarschaftsboni, sich reinholen und andere Geschichten. Big Ben bauen fände ich cool. Fluss neben einem Handelszentrumsbezirk mit Bank. Jetzt müssten wir mal eine Handelszentrumbezirk bauen. Oh Gott, jetzt müssen wir dann auch noch suchen. Bin gleich wieder für euch da. Ich muss mal kurz mein Fernglas suchen. Bin gleich wieder da. Lauf mir nicht weg.